Ja, wir haben jetzt einen kleinen Unterbruch gehabt. Janne ist immer auf den Knopf gekommen, der hat von allein abgestellt. Also, eben wie gesagt, da, Glas. Mache jetzt da auch nicht so ein grosses Drama drum. Ich werde jetzt halt einfach rausgehauen. Und ich bin immer noch wuschig wegen dem blöden Scheiss Fressbind. Weil ich weiss, dass ich von dem zwei Sampler bestellt habe. Aber gefällt es auch nicht. Ja, dann schaue ich nachher. Weil eben, wie gesagt, er hat so viel Papier gefotzt drin, kann gut sein, dass ich ihn hochgerührt habe. Oder er hat ihn vergessen. Wer mich kennt, kann nicht noch ahnen, was das ist. Nein. Die ist von hinten. Aber das Kleberlingsschmeiß, eher Lachenfall. Ist nur gut gemeint. Ja, es ist mega gut gemeint, aber ich hasse es. Das ist genau gleich wie beim Shop. Ist klar, sie machen es. Aber die Etikette, die sie mir draufkleben, die stören mich. Und die bringst du so nicht einfach weg. Ah, oh, Scheiße. Ja, das kannst du auch später machen. Ja, mach ich nachher weg. Weg jetzt. Weg, ja, der Haufen der blöden Klebezeug da ist nicht nötig. Ich bin stinkig wegen dem Fleischmint. Das stresst mich jetzt. So. Ja! Mumpai! Ja, ich liebe Mumpai. Also habe ich doch noch ein bisschen Buttercreme bekommen. Wenn es halt nicht ein grosses Glas ist. Ist geil, oder? Und ein Näschen voll nehmen. Mhm. Oh yes! Oh! Oh, das kann ich inhalieren. Ja, schmeckt nicht mehr alles weggeschmeckt. Lecker. Aber erinnere mich auch an Whoopie Pie. Ja, es hat ein Whoopie Pie drin. Mhm. Das ist Whoopie Pie mit Buttercream. Ja, ja. Aber es schmeckt ein bisschen eine abgeschärfte Version von Whoopie Pie. Ja. Es ist einfach halt ein bisschen. Oh yes, oh, das ist übrigens ein Last-Minute-Kauf gewesen. Eigentlich hatte ich ja meine Deadline schon gehabt. Und dann sehe ich den hohen Whoopie Pie noch und ich habe noch Geld auf PayPal. Und ich denke, soll ich jetzt den auch nicht? Ich komme den nehme. Das da übrigens sagt ja. Ja, das Teufel auf meiner Schulter hat mir ständig immer etwas husten müssen. So, nächstes. Es oh, ist ein schweres. Jetzt haben wir es dann gleich geschafft, hoffentlich. Vielleicht müssen wir noch ein viertes Video machen. Es gibt noch ein Paradise. Zwei. Ja, das wäre jetzt Nummer 3. Oh! 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 Yeah! Ja! Jetzt kommt mein Baby. Oh yes, mein Baby. Die finde ich im Fall uhren geil. Mm. Das ist so zum Gläser. Ich finde die super. Habe ich die auf die Teilzeit da? Macht, glaube ich, ein Styropor nichts, oder? Schaut das an. So, mein Objekt der Begierde. Ich liebe ihn einfach. Ich liebe ihn, liebe ihn. Oh, leck, Mama, ist der. Ich muss, glaube ich, ein paar Mal Piep machen. Schmeckt mal. Ja. Nicht so begeistert. Ich weiß nicht. Kannst du mir den Tag gar nicht zucken? Nein, irgendwie habe ich ihn gern. Und irgendwie, jetzt gerade so am Glas, so. Hat er so los. Das ist jetzt so ein Set gewesen. Und zwar haben wir einmal ein grosses Glas. Dann einmal Teelichter. Obwohl, die wären wir ja wurscht. Dann haben wir, ihr seht schon drin, jetzt noch andere Waren. Dann irgendwie 6 Tarts oder 5 Tarts und noch Sampler. Ich weiß eben nicht mehr genau, aber auf jeden Fall noch. Ja, es sollten etwa 5 Tarts und 6 Sampler oder umgekehrt oder so ungefähr sein. Ich denke umgekehrt wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung, Hauptsache Blubberwürstbahn. Ja, es ist mir egal, wie viel von was das ist, wirklich. Aber die tun wir, glaube ich, separat, weil sonst habe ich nachher das Buff mit dem Kontrollieren. Weil, warte mal schnell. Haben wir hier auch Blubberwürstbahn bestellt bei dieser Verpackung, nicht? Mhm. Schon? Hat es einen Tag dabei gehabt? Mhm. Habe ich den überhaupt bestellt? Das ist ja krass. Dann haben wir zuerst mal den. Also eben da nochmal. Ich muss ja nicht jeden einzeln zeigen. Wir zeigen es nachher eh. Kein Problem. Da hat es nochmal blau, 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 blau. So, und jetzt kommt das Objekt der Begierde von der Bea. Aber leider Gottes ist es meine. Mhm. Es ist ein Objekt. Bea findet den auch so putzgeil. Bald Geburtstag.
Ja. Puppy Pie. Klemme ich jetzt gerade deine Handy? Nein. Ah, gut. Aber sie darf draufdrücken. Oh ja. Nein, nachher kannst du mal vergleichen mit dem Wuppi, mit dem Moon Pie. Der ist fester, also intensiver. Es ist auch beim Moon Pie gerade das erste Schmücken, erinnert es mich einfach gerade an. Schmücken dir mal, liebe Leute. Ah, ich schmücke dir gar nicht. Oh, ist der geil. Erinnert es mich einfach gerade zuerst, als ich im anderen Glas geschmückt habe, nach Wuppi Pie. Nein, der ist wirklich. Also ich muss zuerst aber der ist einfach stärker. Mal hier aufstellen und. Ah ja, Styroporböleli, Styroporböleli. 1, 2. Da sind es, glaube ich, etwas weniger. Nein, kein Teelicht, glaube ich. Ja, kein Teelicht. Aber irgendwie, glaube ich, nur 4 Parts, wenn es mich nicht täuscht. Ja, 4 Stück. Aber einer davon kommt natürlich Bea über, oder der Sample, ich weiss jetzt auch nicht mehr, was man gesagt hat. Und da ist jetzt auch, jetzt musst du den mal reinziehen. Ölig. Ölig. Sogar das Styropor bleibt da kleben. So dunkel. Wow, der ist ja mega ölig. Mm. Das ist aber nicht schlecht, das ist sogar gut. Das bedeutet, er hat viel Duftöl drin. Gleich intensiv. Also, wenn ihr im Fall die Wahl habt, zwischen einem, der hell ist, und einem, der dunkel ist, nehmt den dunkel. Weil der hat viel mehr Duftöl drin, der wird viel intensiver schmecken oder auch länger schmecken. Auch wenn es so dunkle Etiketten hat, das ist nichts Negatives, im Gegenteil. Mm. Das ist sogar sehr gut. Ja, da habe ich Freude. 1, 2. Aber daran habe ich keine Freude. Das Geklebe da. 3, 4, 6. Mm. 6 Sämpfer. Die blöde Styroporbülle, echt. Die nervt. Weißt du, ich weiß es auch nicht, aber hat es nicht mehr drin? Mm. Ja, das ist, ich glaube, wenn wir es vorschmeißen. Nein, das stimmt schon. Das ist schon korrekt. Oh ja, danke vielmals. Jetzt läuft mir das nicht noch. Ja. Und da machen wir nachher das letzte Päckchen auf. Ich glaube, wenn ich das Päckchen führe, kann man dann das Zeug ein bisschen hinterher shoppen. Ja. Achtung, mich nicht filmen, bitte. Jetzt stellen wir halt mein Baby dahinter. Das andere Baby auch. Da wird die getrennt voneinander haben, weil wir müssen dann nachher noch kontrollieren, ob alles da ist. Vor allem der regt mich auf. Aber man muss ja noch nicht ausrufen, es kann ja sein, dass das Zeug auch schon vorgeschlossen ist. Könnte ja sein. Warte. Leck mir. Da sind jetzt noch 5 Päckchen da, gell? Ja. Weg vom Herz! Schau dir das an! Schau dir das an! Ich will etwas sagen, weil die ganze Amerika-Bestellerei hat da damit angefangen, dass ich Blueberries gehen wollte. Und du kommst es in der Schweiz einfach nicht über. Oh, gefährlich, ich und Messer. Mhm. Und es ist einfach wirklich so, ich habe verschiedene Möglichkeiten probiert. Irgendwie, ich hätte jemanden in Amerika gehabt, wo mir das gekauft hat und gestellt, aber die Portokosten waren einfach viel zu hoch gewesen. Ich hätte, glaube für ein Glas, und ich meine, sorry, wenn ich zu Amerika gehe und bestelle, bestelle ich mir nicht nur ein Glas. Und die hatten SAS, also Semi-Annual Sale, haben die gehabt. Und die hatten wirklich so Aktionen gehabt. Da hast du so ein Glas für 7 Dollar bekommen. Das sind umgerechnet 7 Franken. Das sind vielleicht 5 Euro oder so. Und ich meine, sorry, da bestellst du nicht nur ein Glas für den Preis. Ich meine, das kostet ein Fünftel von dem gekostet, wie bei uns in der Schweiz. Das Problem war einfach, dass ein Glas über 1 Kilo schwer ist. Und sobald ein Päckchen schwerer ist als 1 Kilo, da zahlst du dich dumm und dem Loch, nur, dass der Post in die Schweiz schicken, da zahlst du 60, 70 Dollar oder so. Plus, zahlst du noch Zoll und Mehrwertsteuer. Und, sorry, ich zahle nicht etwa 100 dafür für ein Glas. Auch nicht für Blueberries Gold. Schneiden. Ja, ist gut. Stressen. Ich muss ja nicht so stressen hier. Auf jeden Fall, das ist jetzt das letzte Päckchen übrigens. Oh nein, habe ich kein Päckchen mehr. Oh. Ja, und dann nachher irgendwie um 700 Ding bin ich dann an eine einmalige Möglichkeit gekommen, dass ich eine Adresse in Amerika konnte. Und
jemand anders hat sich wahr einfliegen lassen und dann konnte ich einfach meins mitfliegen lassen. Und so hat sich dann das... Hallo? Yankee Candle. Interessant. Können wir ja noch schon Lektüre, schau. Mhm. Cool. Noch mehr. Noch mehr Lektüre. Ein Haufen Lektüre. Das ist aber kein Yankee Candle, das ist irgendwie... Ich finde das noch witzig, wenn sie wenigstens ganze Zeitungen nehmen, dann kannst du aber noch ein bisschen lesen, was dort so abgeht. Oh, da hat es Gläser drin. Oh. Nein. Nicht viel mehr. Außerdem ist es eh meins. Da steht überall Seele. Ja, ich schmeiße die Zeitung mal an. Ja, komm, die Leute interessieren sich nicht für Zeitungen. Fangen wir mal an. Ja, weil ja Bea so auf das Glas geifert, das nicht für sie ist. Ich habe schon ewig lang ein Paar. Schön für dich, ich habe einen Sampler. Ja, ich habe ein Paar. Schau dir mal das an, schon wieder so ein hoher geiles Figolett. Und wieder so der dunkle Band hier. Schön ölig. Und es ist Autumn Fruit. Ich finde, es hat ein bisschen etwas vom Weinjahr. Es ist nicht ganz so intensiv. Man schmeckt drüber, auf hat noch drüber Bieren Äpfel drin. Was ist denn das da? Feigen? Feigen auch noch, gell? Ja. So, halt Herbstfrüchte. Oh ja. Der ist einfach mega lecker. Und eben, wenn ihr so schaut, da hat es noch das Dunkel. Das ist noch Blöterli. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist richtig schön ölig. Der hat viel Duftöl drin. Da sieht man es ganz gut oben der Rand. So richtig dunkel. Also eigentlich sollte man vor allem auf das schauen, wenn man sich Gläser kauft. Das heisst, wenn ihr mehrere Gläser habt mit der gleichen Farbe und gleichen Duft, nehmt das, was am dunkelsten ist. Was möchtest du? Die Farbe ist eben auch geil. Also, ein kleiner Insider. Bea, ihre Lieblingsfarbe ist Violett. Sie hat alles von Violett. Und nur schon die Farbe allein ist schon ein riesen Highlight für sie. So, da habe ich jetzt noch mich getraut, etwas zu bestellen, wo ich nicht sicher war, ob ich es so gerne habe. Da hat er auch schön dunkel. Das ist Cranberry Sauce. Das Logo könnte schöner sein. Aber jetzt sind wir wunder, weil ich habe gestern schnell dran geschmückt und habe nicht so ein bisschen enttäuscht gesehen. Ja, zwar heute finde ich ihn viel besser, warte mal noch schnell zu. Und die Birne da schmecken lassen. Irgendwie gut, irgendwie. Ja, gell, es ist ein bisschen unschlüssig. Aber ich finde ihn heute besser als gestern. Weil gestern habe ich gefunden, ja. Ich habe gerne Cranberries. Extrem gern. Einer von meinen Lieblingsdüften ist Cranberry Ice. Und von dem habe ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Das ist jetzt so meine Krebel gefilmt. Ja, schon ein paar Mal. Meine Katze hat mich misshandelt. Nein, das bin ich. So. Jetzt kommen wir dann noch zu den letzten Tarts, letzten Sampler. Und dann habe ich nichts mehr zum Auspacken. Oh yes, ja. Ah, oh, der ist... Auf den habe ich mich auch schon mega gefreut. Den musste ich mir ersteigern. Für... Was habe ich gesagt nachher? $1.40, glaube ich, $1.50. Immer noch. Nicht einmal die Hälfte von dem, was wir in der Schweiz zahlen. Er ist herzig. Ich bin ja auch ein Katzenmensch. Also ich wäre auch ein Hundemensch, aber ein Hund habe ich keine Zeit. Da muss eine Kerze sein mit einer Katze drauf. Den finde ich mega lecker. Ich kann nicht sagen, nach was das schmeckt. Ich kann es nicht sagen. Ich kann nur sagen... Auf dem Sofa hinter uns liegt der Zeus und schnarcht. Also nach Katze schmeckt es auf jeden Fall nicht. Ja, zum Glück nicht. Wenn es nach meiner Katze würde schmecken, nein, danke. Aber nach was schmeckt er? Nach Weichspül? Also, ja, Weichspül, blumig ein bisschen. Ein ganz feiner Blumiger. Ich bin ja nicht so der Blumiger, aber den habe ich gern. Der schmeckt irgendwie... Ja, es hat mehr von Weichspüler. So ein bisschen Weichspüler mit Blumen.
Dann haben wir hier noch Mountain Lodge. Juhu, jetzt habe ich schon zwei Sampler. Dann haben wir hier Kamillentee. Wieso ich auch immer den bestellt habe. Und wieso auch immer der auf der Liste für Bär steht, weil ich kann mich auch nicht daran erinnern. Egal, sie nimmt ihn. Kamillentee nimmt man immer. Ja, du, ja. Pumpkin Buttercream. Den haben wir, glaube ich, heute schon mal in den Finger gehabt. Mm. Dann ein Highlight, ja. Oh, Cream Colored Ponies. Den haben wir, glaube ich, sogar zweimal. Einmal für mich, einmal für Bär. Da schmücken wir jetzt schnell dran. Das muss jetzt sein. Nein, aber leicht minzige Geruch im Fall. Also er hat ein bisschen etwas vom Vanilla Cupcake und entweder ist er jetzt bei etwas Minzigem gelegen. Gut, da ist jetzt der Nordpol. Mm. Vanilla Cupcake kommt mir als erstes. Mhm. So, da. Ah, zum... Mm. Ja. Bin eben die Hälfte. Da könnte man jetzt aber lassen, das ist lustig. Mm. Haben wir da noch Cookies and Cream. Ich glaube, das könnte sogar für dich sein. Ja. Also, unsicher, schmeckt mal. Der hat auch minzig. Nein, vorher schon. Ja, aber schmeckt mal, ob der auch minzig schmeckt. Gell? Ganz leicht. Ah ja, aber mega minim. Der schmeckt wirklich minim minzig. Dann Sun-Kissed Leaves. Jetzt habe ich wieder Sun-Leaf Kiss. Und der haben wir jetzt, der ist für Tribi. Der schmeckt irgendwie keine Ahnung nach was. Ja, dann kann den Tribi dann beschreiben, wenn sie es auspackt. Dann haben wir nochmal Sugar Plums. Der wäre auch für Tribi. Da wird sie sich dann freuen. Soll ich überhaupt sagen, was für sie ist? Ist keine Überraschung, wenn ich, ja. Ich weiß ja nicht mehr, was sie bestellt hat. Der Pineapple Paradise. Wir beide wissen, wer der hätte wollen. Mhm. Und der war ein guter Griff gewesen. Oh ja. Ich bin nicht so der Ananas, aber der ist fein. Dann haben wir Vanilla Caramel. Ja, Vanilla Caramel schmeckt fein. Treehouse Memories. Ich sage jetzt auch nicht mehr, wer für was wer ist. Weil, was für wer ist. So. Weil das kann man nachher noch ausbeindeln. Genug hat es ja. Es hat genug, ja. Weil eben eventuell wechselt auch noch etwas im Besitzer, wo ursprünglich eigentlich nicht gedacht war, dass das für jemand anders ist. Wir sind ja nicht so. Oh, ich bin ja so grosszügig. Krass. Gell, voll mega. Und das schmeckt, ich kann ja nicht auch Wischmittel weichspülen. Nein, eher Männerparfüm. Männerwischmittel. Ja, es schmeckt ja nicht nach Männerparfüm. Also, aber ein feines Männerparfüm. Mhm. Ah, warte mal schnell. Irgendjemand hat mir gesagt, es schmeckt nach Altmannenparfüm. Wie so ein Rentner, wo das drauf hat. Weißt du, was ich meine? Okay. Du stehst dir gerade so ein Rentner vor. Nein, ich meine es nicht unbedingt. Einfach so Männerparfüm. Es hat, ja, ja, aber so altbacken so irgendwie. Wald, ein bisschen von außen. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe mir da einen Rentner vorgestellt. Der hat da noch Vanilla Icing. Den habe ich, glaube ich, heute schon mal irgendwo gesehen. Oder doch nicht? Oh, ich habe doch keine Ahnung mehr. Hey, wenn wir das aussortiert haben, schon wieder ein Label abgerissen. Ja, da schmecke ich jetzt gerade im Moment nichts mehr. Ich glaube, wir tun schmecken eh auf nachher verschieben. Es wird das Video immer länger. Wenn wir nochmal Nordpol. Nordpol. Sampler. Nochmal Nordpol. Habe ich jetzt mehrere von dem, ha? Mhm. Ja, aber ich glaube auch nicht alles für mich. Nochmal Milk and Cookies. Hot Butter Drum. Schon wieder? Mhm. Hä? Mhm. Oh yes, Sangria. Ah. Ja. Den muss ich gleich. Oh ja, der schmeckt wirklich nach Sangria. Mhm. Augen zu und man hat das Gefühl, man liegt zu dem an mit dem Kübeli und dem Röhrli am Strand. Christmas Punch. Punch, Punch. Mhm. Schmeckt auch ein bisschen Kirsche oder etwas raus. Cherry. Und zur Abwechslung mal wieder mal Buttercream. Oh, Buttercream. Nee. Blueberry Scone. Noch nie gesehen. Gell?
Weiter geht's. Cinnamon and Sugar. Dann würde ich sagen, das ist glaube auch für dich. Ah nein, wir haben ja gesagt, wir sagen es nur. Dann... Ja, gut. Oh, die Zeitung noch schnell rausnehmen. Jetzt noch zwei Tarts. Und dann hätten wir alles. Die Gesamt-American Packages. Oh, Mint. Ja, Mint. Den habe ich unbedingt wollen. Und Vanille Honey. Ich habe gar keine Ahnung mehr, was alles kommt. Ist zu lang her. Ja, hör mal auf. Ich hatte zwar Liste, aber den Überblick hast du nicht mehr. Mm-mm. Also ich sage einfach nur mal so zum Sagen, es sind insgesamt über 117 Tarts gewesen. 5 grosse Gläser, 3 mittlere, also mit dem Swirl, plus noch kleines und dann noch um die 90 Sampler rum. Und insgesamt 19 Kilo. 21? Nein, 19 Kilo. Die 21 haben sie zugerechnet wegen der Fracht. Mhm. Also Warengewicht etwa 17 Kilo, 17,5. Also ich tue die Schachtel schnell am Boden, damit ich mich nicht durchdringen. Und dann machen wir uns auf die Suche nach dem Freshmint. Weil das regt mich jetzt im Fall gerade auf. Nein, das kann ich verstehen. Nein, das ist geht gar nicht. Gut, da muss ich nicht umbiegen, das ist eh alles... Ich komme mir vor, wie so ein Pokerspieler. Stufe so. Jawohl, weiter weg. Sonst sieht man es. Warte, ich tue es hier ausbreiten. Ich tue es schnell ausbreiten. Also auf den finde ich ganz genial. Also dem hätte ich auch gerne ein Glas. Vom Viscoson Kittens. Aber ich weiss nicht, ob ich da mal dran ankomme. Ich habe übrigens am 3. Dezember Geburtstag. Sofern es dann noch will. Nur so nebenbei. Und Bea hat wen? Ja. Aber sie hätte sicher. Wenn du das nicht weißt. Ich weiß doch das nie. Ja, ich habe ihn im März. Bestimmt wenigstens den Monat. Also das ist jetzt aber traurig. Ich kann mir Geburtstag nicht merken. Ich kann es mir wirklich. Ohne Facebook könnte man nicht einen Geburtstag merken. Das ist, ich habe ein super gutes Gedächtnis. Es versagt aber, wenn es um Namen geht und um Geburtstag. Ja, ja, ich vergiss dich da ja mal. Ja, ich glaube nicht schlecht, oder? Ich will es mal vielleicht von weitem noch schnell. Also wenn du etwas loswerden willst, dann jetzt. Etwas loswerden? Ja, wenn du etwas willst sagen, dann jetzt. Aha, ja, was will ich sagen? Bea zeigt jetzt noch nicht von weitem. Das ist jetzt das letzte Päckchen gewesen. Also das ist jetzt da, sind das 5 Päckchen jetzt, oder? Mhm. Also wenn wir dann sortiert haben, werden wir sicher alles nochmal ausbreiten auf dem Tisch, wo dann wirklich nur noch für mich ist. Es ist gar nicht so viel. Ja, wenn ich jetzt so schaue, wie viele Päckchen das gewesen sind, kommt es mir extrem wenig vor. Aber eben schon nur ein Teil. Ja. Die anderen haben wir ja schon alle ausgepackt. Ja. Ich hoffe, ihr habt Freude an unserem Unpacking gehabt, an unserem Net-Unpacking. Und ja, wir haben auf jeden Fall mega Freude, vor allem ich, vor allem Bibi, da an meinem Wuppi-Pie und allem. Ja, dann wünschen wir euch einen schönen Abend, danke fürs Zuschauen und ciao zusammen. Tschüss.